Hallo Freunde, heute gibt es wieder etwas aus der Sous-Vide-Küche und zwar vom Spanferkel und ja, das Ganze als Rack mit einer Kruste und die Kruste ist mir auch sehr gut gelungen, aber ich will nicht zu viel verraten. Schaut einfach selbst. Und hier die Zutaten. Wir brauchen ein Rack vom Spanferkel. Das sind so circa 900 Gramm. Und wir brauchen Salz, Pfeffer und Knoblauch. Und bevor wir das Stück jetzt eintüten, werden wir es würzen. Und zwar nur von der Unterseite mit etwas Knoblauch. Ja, man kann auch Wacholder und Piment würde auch gehen, Nelken. Kreuzkümmel, aber das würde mir den eigentlich ursächlichen Geschmack zu sehr verfälschen. Deswegen nur Knoblauch, getrockneten Knoblauch, ganz wichtig, weil frischer Knoblauch wirkt für mich, für meinen Geschmack immer etwas sehr, ja, es schmeckt muffig, sagen wir mal so. So, Salz und Pfeffer kommen hier drüber. Und dann verschwindet es auch schon in unserem Beutel. So, jetzt schlagen wir den Beutel wieder zurück, nehmen uns die glatte Seite und vakuumieren uns jetzt diesen Beutel. So, und wir sehen, na, so viel größer hätte das Stück nicht sein dürfen, jedenfalls für diese Beutelgröße. Und das Ganze verschwindet jetzt im Sous-Vide-Garer bei 63 Grad für 4 Stunden. So. Und so schnell sind 4 Stunden um. Und unser Spanferkelchen kommt jetzt heraus und wird jetzt aus dem Beutel befreit. Fleischsaft ist abgegossen und wird zu einem späteren Zeitpunkt für eine Soße zubereitet. Jetzt schneide ich die Schwarte in Streifen. Natürlich nur einschneiden und nicht komplett durchschneiden. Und gebe etwas Salz drauf. Und jetzt kommt der Braten in den Ofen zum Aufknuspern. Oberhitze grillen, nur Oberflächenhitze. So, und nach 10 Minuten Grillfunktion ist unser Stück jetzt fertig. Und natürlich wird es auch angeschnitten. Und so schaut's aus. Ja, wem das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben, auch einen netten Kommentar. Und ja, wer noch kein Abo hat, einfach abschließen. Und ansonsten wünsche ich mir jetzt guten Appetit und jetzt werde ich anrichten. Mit etwas Sauerkraut angerichtet sieht mein Teller jetzt so aus. Und das Ganze, ja, würde auch für 2 Personen reichen.